Mein Vater und ich waren mit den Motorrädern in den Cevennen unterwegs. Auf einer kurvenreichen Strecke fuhr ich voraus und er folgte mir. Wir näherten uns einem mir bekannten Aussichtspunkt. Ungefähr an dieser Stelle befand sich ein Rollerfahrer. Dieser fuhr nur Schritttempo und schaute nach links. Ich betätigte die Hupe, er sah mich und ich konnte an ihm vorbeifahren. Im nächsten Moment sah ich im Rückspiegel, dass er nach links abbog, um zu dem Aussichtspunkt zu gelangen. Über das Cardo-Bolt-System rief ich meinem Vater zu: Vorsicht, Roller! Er reagierte blitzschnell und konnte dank seines Kurven-ABS richtig in die Bremse langen. Später im Gespräch teilte er mir mit: Ohne meinen Zuruf hätte er keine Chance gehabt. Als mein Hinweis kam, griff er sofort in die Bremse. Nach circa 2 Sekunden sah er dann den Rollerfahrer. Dieser befand sich rechtwinklig vor ihm und wollte zum Aussichtspunkt. An der Intensität meines Warnrufs konnte er die Gefahr entsprechend bemessen. Er sagte: Hätte ich erst angefangen zu bremsen, als ich den vor mir gesehen habe, wäre ich ihm voll reingerauscht. Keine Chance. Hier befanden wir uns ja auf einer großen, breiten, gut ausgebauten Straße. Aber sehr häufig waren wir ja auch auf diesen Kleinststraßen unterwegs. Da konnte es auch schon mal eng werden. Wenn man sich jetzt überlegt, dass er in der Kurve etwas weiter ausholt und ich nicht ganz am Fahrbahnrand bin, nun ja, deshalb immer Sicherheitslinie, wenn man die Kurve nicht einsehen kann. Hier hingegen ist alles übersichtlich und dann kann man auch seinen gesamten Fahrstreifen nutzen. Die gesamte Gegend ist wirklich herrlich. Man kann auf gut ausgebauten Straßen fahren oder sich durch kleine Straßen zwängen und seinen Enduro-Gelüsten nachgeben. Wir hatten natürlich auch einige Sehenswürdigkeiten aufgesucht und Fotos und Selfies gemacht. Hier die Sicht von oben und dann sind wir runter ins Tal gefahren. Beginnen wir mit der Unterkunft. Ein Hotel und direkt nebenan ein Campingplatz. Das Hotel für meinen Vater und für mich, notfalls der Campingplatz, wenn ich nicht am Hotel stehen kann. Bei meiner Planung schaue ich mir die Örtlichkeiten immer auf Kalimoto an. Hier gibt es rot umrandete Straßen und die sollen für Motorradfahrer schön sein. Naja, hier haben wir ja schon mal 2 blassrot umrandete Straßen. Also zoomen wir mal raus. Aha, richtig rot umrandete Straßen, eine Menge davon. Der Hammer, naja, ich kenne die Cevennen ja auch schon. Wenn wir mal ein bisschen nördlich und südlich von der Gegend schauen, sehen wir, dass wir, wenn wir hereinzoomen, lauter schöne, wunderbar für Motorradfahrer geeignete Straßen haben. Kurventechnisch passt das Ganze also schon mal. Naja, ich hatte das Hotel gefunden, dort angerufen und es war auch kein Problem, mit dem Wohnmobil direkt am Hotel zu stehen. Der nächste Ort? Aha, und so sieht das Ganze dann von oben aus. Mein Wohnmobil mit der Markise steht dort, wo es rot ist. Das ist das Hotel. Nun gut, schauen wir mal weiter. Hier gibt es auch noch Stellplätze für Wohnmobile. Ver- und Entsorgung gibt es auch. Okay, dann schauen wir uns mal das Zimmer an. Sehr schlicht und einfach, muss man sagen. Mein Vater
war tatsächlich ziemlich baff, als er das Hotelzimmer betreten hat. Mein im Vorfeld geäußerter Hinweis, dass man grundsätzlich bei den meisten Hotels in Frankreich 2 Sterne von den gegebenen abziehen kann, war von ihm mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen worden. Grundsätzlich muss man auch wissen, dass die Cevennen ein sehr armes Gebiet in Frankreich sind. Und das hier war schon das bessere Zimmer. Im ersten gab es kein warmes Wasser und die Heizung bollerte die ganze Nacht durch. Und mit Bollern meine ich die Geräusche, die die Heizung machte. Warm wurde sie auch nicht richtig. Ich hingegen konnte mich überhaupt nicht beklagen. Geschützt hinter dem Haus konnte ich das Wohnmobil abstellen und wir hatten diesen Bereich völlig für uns. Die Motorräder standen direkt neben dem Wohnmobil und bei meinem leichten Schlaf konnte da gar nichts passieren. Nach dem ersten Aufbau erweiterten wir unser Reich immer mehr. Das lag aber teilweise auch an den Regentagen, die wir dort erlebten. Die Seitenwand schützte zumindest den Eingangsbereich und der vorgespannte Sonnenschutz tat sein Übriges. Nachdem es eine Zeit lang geregnet hatte, fing ich an, das Wasser aufzufangen. Und tatsächlich taten bei 25 Tagen Aufenthalt die wenigen Regentage auch mal ganz gut. Die meisten Touren lagen ja zwischen 300 und 400 Kilometern und das war in diesem Bereich schon wirklich anstrengend. Da wir ja auch gut eingekauft hatten, gab es dann mal Hot Dogs im Cheeseburger-Brötchen. Wir ließen es uns gut gehen. Und nun wieder einmal eine, da musst du unbedingt hin, Örtlichkeit. Die Anfahrt mit über 100 Kilometern war nicht sonderlich schön. Aber ich hatte eine relativ gerade Strecke gewählt, damit wir bei insgesamt 370 Kilometern an diesem Tag nicht zu erschöpft dort ankamen. Herrliche Aussicht, keine Frage. Nun noch einige Impressionen. Wir trafen andere Motorradfahrer mit Hund, kehrten für ein Getränk in kleine Gaststätten ein, suchten schöne Örtlichkeiten auf, aßen Pizza, wenn wir mal keine Lust hatten zu kochen, setzten uns zwischendurch einfach mal an die überall in Frankreich vorhandenen Campingtische und genossen einfach die Aussicht und die Landschaft. Manchmal kommt man auch in den Flow. Man fährt und fährt und fährt schneller und zügiger und ist hundertprozentig auf die Strecke konzentriert. Das alltägliche Grundrauschen der Gedanken wird einfach an die Seite geschoben. Wie schon erwähnt, muss man immer mit Verschmutzungen auf der Fahrbahn rechnen und vorsichtig fahren. Die Sicherheitslinie ist hier oberstes Gebot. Insgesamt gab es tatsächlich 1-2 brenzliche Situationen, aber auch die haben wir gemeistert. Da kamen uns Autos auf solchen Strecken entgegen,
die mittig der Fahrbahn fuhren und nicht mit entgegenkommendem Verkehr gerechnet hatten. Wir hingegen schon. Somit konnten wir jedes Mal die Situation entschärfen. Wenn man sich mal den Tachometer links unten im Bild ansieht, dann ist man in kurvigen Bereichen gar nicht so flott unterwegs. Aber die Konzentration ist die ganze Zeit auf 120%, Gegenverkehr, uneinsichtige Kurven, verschmutzte Fahrbahn. Da muss man erstmal aus dem Flow wieder rauskommen. Naja, deshalb haben wir dann nach solch einer Strecke auch immer ein kleines Päuschen gemacht. Wenn wir auf solch einer Strecke auf ein Auto aufliefen, waren es bei 20 Fahrzeugen 19, die sofort bereitwillig Platz gemacht haben. Allgemein kann ich manche Äußerungen über die bösen, unfreundlichen Franzosen überhaupt nicht nachvollziehen. Grundsätzlich begrüßte ich die Herrschaften mit Bonjour Madame, Bonjour Monsieur und das erste Eis war gebrochen. Mein weiteres radebrechendes Französisch, excuse-moi, madame, table pour deux personnes, s'il vous plaît, coca zero, s'il vous plaît, und so weiter, sorgten immer für schmunzelnde Gesichter und wir wurden überall freundlich empfangen und gaben auch entsprechend gutes Trinkgeld. Wenn man dann in diesem Bereich die gewohnten Ansprüche noch ein wenig herunterschraubt, ist alles gut. Das hier ist übrigens solch eine Strecke. Man fährt circa 45 Minuten solch eine kleine Straße entlang und hat keinen Handyempfang. Der Verkehr oder Gegenverkehr hält sich auch sehr in Grenzen und man sieht sehr lange keine anderen Menschen. Und wenn da etwas passieren würde, das wäre schon gefährlich. Jetzt mal ein Beispiel über die eingangs erwähnten Warnschilder. Hier eine stark verschmutzte Fahrbahn, aber es wurde gewarnt. Hier bin ich mir unsicher, ob ich noch im Empfangsbereich meines Vaters bin. Deshalb halte ich an und warne ihn vor dem entgegenkommenden Auto und der verschmutzten Fahrbahn. Immer und immer wieder. Bis ich mir sicher sein kann, dass er meine Nachricht gehört hat und oder im Rückspiegel erscheint. Nach circa 20 Tagen und 11 Touren näherte sich der Urlaub leider dem Ende. Wir verluden die Motorräder und ab ging's nach Hause. Leider kann man den Vorderreifen überhaupt nicht sehen und die RT ist ob ihres großen Tanks sehr vorlastig. Beim Verzurren auf dem Hinweg hatten wir festgestellt, dass der Auspuff im Weg war, um die RT an der linken Öse zu befestigen. Also hatten wir einfach die rechte genommen. Da mein Vater auf dem Rückweg die RT lieber rechts stehen haben wollte, mussten wir dann den Auspuff abbauen. Und so konnten wir sie verzurren. Nach einigen Pausen auf der 18-stündigen Rückfahrt kamen wir dann endlich zu Hause an. Cevennen 2021. Definitiv ein Motorradparadies.